Hi, wir haben in diesem Video mal eine kurze Rechnung vorbereitet und die mache ich nicht alleine. Es geht um die sogenannte Bierdeckelrechnung. Wir haben ja in den vorherigen Videos mit Immocation häufiger über die Mietrendite gesprochen, als ganz grobe Kennzahl, mit der man festlegen kann, wie viel Kaufpreis ja, man sich maximal leisten sollte, um eine gewisse Rendite zu haben. Und genau, wer könnte das besser erklären als Stefan und Marco? Ja, direkt vielleicht am Flipchart. Ja. Machen wir gerne. Wir haben einfach mal gesagt, Genau, wir haben den Fall mal ein bisschen durchgespielt. genau, was ist eigentlich ein Kaufpreis, den man bezahlen möchte? Oder wie Genau. kann man mal ermitteln, wenn man eine Immobilie sieht, was wäre ein Kaufpreis, den ich bezahlen kann? Wir fangen jetzt mal an mit dem Kaufpreis, eben einfach eine simple Zahl, damit das jeder gut nachvollziehen kann. Sagen wir, eine Immobilie hat Kaufpreis von 100.000 Euro und bringt mir 6.000 Euro Miete, ganz wichtig, pro Pro Jahr. Jahr. Das heißt, Ja? was mich jetzt interessiert, ist zu wissen, ist das ein guter Deal oder nicht? Genau. Und das leiten wir jetzt einmal her, weil das wäre ja jetzt hier 6% davon, das ist die Mietrendite, da kommen wir dann gleich drauf. Jetzt wollen wir einmal gucken, ob das ein guter Deal wäre. Also im Greifbaren, was könnte das sein? Das sind jetzt 500 Euro im Monat. Das könnte jetzt eine 50 Quadratmeter Wohnung sein in so einer B-Stadt, Bonn oder sowas, wo man 2000 Euro auf den Quadratmeter ungefähr bezahlt. Ja? Okay. Genau, und da hast du jetzt in dem Fall, hast du jetzt schon gesagt, 10 Euro Miete pro Monat. Ne? Genau, ja. Genau, das, ja. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt nehmen wir also 6000 Euro ein. Das ist ja unsere Einnahmenseite quasi. Und jetzt gucken wir mal, was müssen wir denn eigentlich bezahlen von den 6000 Damit Euro? wir idealerweise nichts drauflegen im Monat. Oder möglicherweise sogar noch Geld verdienen, das wäre natürlich schön. Wir müssen einmal die Rate an die Bank bezahlen. Wir werden ja die Immobilie wahrscheinlich finanzieren. Wir gehen mal davon aus, wir finanzieren die vollen 100.000 Euro Kaufpreis, zahlen nur die Kaufnebenkosten selbst, die berücksichtigen wir deshalb hier auch nicht, sondern 100.000 Euro werden 100% finanziert und wir gehen mal der Einfachheit halber von 2% Zinsen und 2% Tilgung aus. Das ist eigentlich schon besser möglich, ja, in Anbetracht der einfachen Zahlen lassen wir es mal so, aber man kriegt natürlich eigentlich schon deutlich bessere Zinsen. Ja. Okay. Das heißt, sind 2 mal 2.000 Euro. Genau, das sind eigentlich von den 6.000 Euro, die ich oben zur Verfügung habe, muss ich 2 mal 2.000 Euro abziehen. 2 für Zinsen, 2 für die Tilgung. Also 4.000 Euro jährliche Rate an die Bank. Genau. Und das ist, finde ich auch schon mal ganz gut, sich quasi immer vorzustellen, wenn ich mir so eine Immobilie jetzt kaufe. Und da passiert irgendwas, vielleicht fällt mal die Miete aus oder so. Ich muss in der Lage sein, 4.000 Euro im Jahr an die Bank zu bezahlen für eine Immobilie, die 100.000 Euro wert ist. So, ich muss aber in der Lage sein, auch noch mehr zu bezahlen, weil es bleibt nicht bei Zins und Tilgung, sondern es kommen noch Posten hinzu, Kosten. Und zwar Bewirtschaftungskosten. Stefan, kannst du mal sagen, was alles drin ist vielleicht? Ja, es sind zwei große Blöcke. Das eine ist die Instandhaltung. Zurücklagen bilden. Ja, also ich erwerbe ja einen Teil eines Hauses und eine Wohnung. Und es muss irgendwann mal das Dach gemacht werden im Haus, die Heizung und sowas. Ich muss irgendwann vielleicht auch mal das Bad in der Wohnung machen. Da gibt es Daumenwerte für. Für eine Wohnung lege ich typischerweise so 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr zurück. 50 Quadratmeter, 500 Euro im Jahr lege ich zurück für die Instandhaltung der Wohnung. Für das Haus Größenordnung ähnlich, 500, 600 Euro für das Pro Gemeinschaftseigentum Jahr dann. pro Jahr. Das sind so 1000, 1100 Euro. Zusätzlich muss ich noch Geld zur Seite legen für eventuellen Mietausfall. Und ein typischer Wert ist 3% der Miete. Das wäre jetzt in diesem Fall um die 200 Euro ungefähr im Jahr, die ich zur Seite lege für Mietausfall. Ne? Alle paar Jahre fällt mal eine Miete aus, Mieterwechsel oder Mieter zahlt nicht und dann kann ich das Geld dafür nehmen. So, jetzt bin ich bei 1200, 1300 Euro. Jetzt habe ich noch eine Hausverwaltung drauf, die kostet ungefähr 30 Euro vielleicht pro Monat, 25, 30 Euro für meine Wohnung. Die kümmert sich eben um die Instandhaltung des Hauses, um die Verwaltung der Eigentümergemeinschaft und alle diese Dinge. Das sind nochmal 300 bis 400 Euro. Jetzt bin ich irgendwie so bei 1600 Euro Größenordnung. Und jetzt gibt es eine Nebenrechnung, die ist ein bisschen komplizierter für die Steuer. Da gibt es dann noch eine Abschreibung und solche Sachen. Und da kommt jetzt am Ende bei diesen Zahlen raus, dass der Staat auch noch ein bisschen Geld haben möchte. Steuern auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Größenordnung 400, 500 Euro. Und wenn ich das alles aufaddiere mit Kommen wir allen circa auf die Rücklagen, 2000. komme ich auf genau diese 2000 Euro.
ich habe noch einen kleinen Steuervorteil, wenn ich dann die Instandhaltung irgendwann wirklich mal mache, dann kriege ich einen Teil des Geldes noch zurück, aber so ist quasi die ganz grobe Rechnung. Okay, das heißt, wir sind jetzt 6.000 Euro Mieteinnahmen, 6.000 Euro Kosten, wir kommen auf null raus bei 6% Mietrendite. Genau. Das heißt, das wäre ein guter Deal. Das ist die Frage, was du für einen Anspruch hast, aber ja, darunter kommt ja jetzt unterm Strich tatsächlich eine Null raus. Ja. Das heißt, was passiert jetzt de facto? Du zahlst nichts drauf jeden Monat, du bekommst aber auch nichts raus. Aber das hier ist ja dein Vermögensaufbau. Mhm. Das heißt, es werden jedes Jahr 2.000 Euro getilgt, schön zurückbezahlt, und das ist dein Vermögensaufbau am Ende. Wenn du jetzt beispielsweise 10.000 Euro Eigenkapital eingesetzt hast für die Kaufnebenkosten. Hast du 10.000 Euro bezahlt und im ersten Jahr machst du 2.000 Euro. Aus 10.000 Euro 2.000 Euro zu machen, ist schon eine sehr, sehr gute Eigenkapitalrendite von 20%. Ja. Ne? Auf die ersten 5 Jahre bist das... Nee, überhaupt generell. Also du investierst ja einmalig 10.000 Euro. Achso, weil das andere dein Fremdkapital ist. Genau, das andere bekommst du ja von der Bank. Das musst du ja nicht investieren. Das heißt, eine Eigenkapitalrendite von 20%. Deswegen sind Immobilien so toll, weil sie einen Hebeleffekt haben. Aber fairerweise natürlich dann über die Jahre, die Tilgung ist ja in der Immobilie gebunden. Das heißt, du hast nicht den Zinseszinseffekt wie bei Aktien, dass das Geld quasi sich wieder weiter vermehrt. Genau. So, und das ist also, wenn wir jetzt mal sagen würden, für eine Altersvorsorge ist das ein guter Deal. Mhm. Wer Immobilieninvestor werden will, sollte da noch ein bisschen höhere Ansprüche haben. Also wer spricht entweder eine höhere Miete oder ein geringerer Kaufpreis. Ganz genau. Perfekt. Und jetzt lassen Sie das aber noch einmal hier in Zahlen. Du hast es ja gerade schon gesagt. Das wäre jetzt ja quasi ein sogenannter 6%er, also die jährliche Kaltmiete zum Kaufpreis sind 6%. Andersrum, der Kehrwert... Ein Faktor 16,6. Makler sprechen immer sehr, sehr gerne vom Faktor. Okay. Ja, ein Faktor 20 wäre ein 5%er. Okay. Das können wir mal ausrechnen. Du bist ja gerade nach Berlin, oder? Genau. Was bezahlst du da Miete? 630. 630 pro Monat. Ja. Na, lass uns das mal kurz ausrechnen. Soll ich gerade mit dir durchrechnen? Ah, ja, hast du. Yes. 630, dann mal 12. Mal 12 für die Jahresmiete, genau, für die, mal 16,6. Ist genau, also erstmal 7.560 Euro Jahresmiete. Und dann mal 16,6. Mal 16,6. Genau, das heißt, ich dürfte für meine Wohnung nicht mehr als 125.500 Euro bezahlen. Genau. Und das wäre in Berlin vermutlich sehr unrealistisch, weil dort sehr viele Leute investieren und mit Preisen spekulieren. Ja. Das Modell ist aber ein Cashflow-orientiertes Modell, was dann sagt, du solltest eben da in Berlin eine solche Immobilie wahrscheinlich nicht kaufen, weil die viel teurer angeboten werden. Also auf einen Quadratmeter, bei 35 Quadratmeter wären das 3.500 pro Quadratmeter. Was du bezahlen könntest. Könntest, genau. Was könnte. Du bezahlen könntest, okay, genau. Was weil ist denn die aktuelle Miethöhe ungefähr in Berlin? Gut, du hast jetzt ja gerade... Kaufhöhe, sorry. Die ist, würde ich sagen, ist pro Quadratmeter. Also, weiß ich nicht, aber über 4 würde ich sagen. In der Lage, du hast mir vorhin erzählt, das ist Friedrichshain, in der Lage sehr wahrscheinlich ein ganzes Stück höher, weil du mit sichergrenzender Wahrscheinlichkeit keine 6% Mietrendite in Friedrichshain gerade kaufen kannst. Aber du hast das gerade ja auch, also du zahlst fast 20 Euro Miete auf den Quadratmeter. Ja, also in Sachen Mietendeckel, du könntest drüber nachdenken, deine Miete möglicherweise zu reduzieren, indem du mal auf deinen Vermieter zugehst, was auch immer da kommen mag. Ne? Also das ist tatsächlich eben, deswegen kann der Quadratmeterpreis, auf den du gerade rauskommst, relativ hoch sein sogar für den Kauf eigentlich, weil die Miete pro Quadratmeter, die du bezahlst, weit über dem Mietspiegel liegen dürfte. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Interessant, super. Wolltest du noch was sagen? Sorry, ich habe dich gerade... Nee, ich wollte nur sagen, so kann jeder ganz einfach hergehen und sagen, ich nehme... eine Kaltmiete von der Immobilie, nehme die Jahreskaltmiete mal den Faktor. Ganz leicht im Kopf kriegt man immerhin mal 20. Das ist dann schon 5%. Das ist dann ein 5%er, da wird es schon eng mit Cashflow Zero, aber so kann man mal ganz einfach näherungsweise rangehen. Alles, was dann unter den Faktor 20 kommt, da wird es dann interessant. Wird's interessant, okay. Aber bitte immer hängt sehr, sehr stark vom Standort ab. Ja? Also in Gelsenkirchen Faktor 16,6. Auf keinen Fall kaufen. Auf gar keinen Fall. Wäre für den Standort viel, viel zu teuer, weil da ein Standortrisiko enthalten ist. Aber es ist eben eine gute Herleitung, um meine erste Preiseinschätzung treffen zu können. Okay. Na super. Dankeschön. Sehr gerne. Das war auch schon die Bierdeckelrechnung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du noch Fragen zum Thema Immobilien hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Dann wissen wir, ob wir noch weitere Videos zu diesem Thema produzieren sollen. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Finanzprodukte und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.